So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und willkommen zu einem Video, was schon längst überfällig ist, denn das Geschenke-Event ist vorbei und ihr wisst ja alle, während des Geschenke-Events konnte man 20 Geschenke immer im Beutel lagern und man konnte 30 Geschenke jeden Tag öffnen statt 20 Geschenke und es gab exklusiv die 2 Kilometer Eier mit den Shiny Babys drin, den Shiny Alolas, was ja eigentlich die 7 Kilometer Eier ersetzt hat. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, jeden Tag 30 Geschenke zu öffnen und alle Eier, die ich bekomme, auszubrüten, jeden Tag eine Folge zu zeigen, was ist geschlüpft, was ist nicht geschlüpft vor allem, wie viele Shinies waren dabei, welche IV waren dabei, wo kamen die Eier her. Und wir haben jetzt zum Abschluss nochmal eine Gesamtstatistik und wollen uns nochmal einen Überblick verschaffen, wie viele Eier waren es also insgesamt, was ist am häufigsten geschlüpft, was am seltensten mit Prozenten, mit Stückzahl Angaben und gleichzeitig auch mal in den Beutel gucken auf das gesagte Pokémon, das benannte, was dann in dem Moment drauf ist, was auch das Beste dann immer ist, was ich davon im Beutel habe und ob die Shinies davon da sind. Wir fangen also mal an. Insgesamt habe ich also in diesen 14 Tagen, 14 Folgen 277 Eier gebrütet. Da ist einiges an Eibrutmaschinen draufgegangen für die 2 Kilometer Eier. 277 Eier. Wie viel Eier habt ihr gebrütet in diesen 14 Tagen? Schreibt's mal in die Kommentare. Und mit was wollen wir anfangen? Mit dem häufigsten oder mit dem seltensten? Bubsi, was sagst du? Mit dem häufigsten. Gut, dann machen wir es nämlich genau andersrum und fangen mal mit dem seltensten an. Aus 277 Eiern gab es genau ein Riolu. Nur ein Riolu aus 277 Eiern. Riolu. Jetzt gehen wir hier mal drauf nach WP sortiert. Und ein Riolu bedeutet ungefähr 0,36% Häufigkeit von Riolu. Wir schauen uns das erste an mit den höchsten WP, bewerten das mal, wie das aussieht. Ihr seht, 3 Sterne Bewertung, 15 Angriff, 14 Verteidigung, KP auf 11 aus Frankreich, Poutot Ile-de-France. Genau, so werden wir das jetzt irgendwie machen. Das zweite, das zweithäufigste war Elekid und Elekid haben wir ganze 4 Stück bekommen während des Events. Gehen wir mal hier Elekid ein. Elekid hat also eine Wahrscheinlichkeit gehabt von 1,44%. Ihr seht hier schon, da steht eine 96 dran. Müsste dann also auch so sein. Das beste Elekid jetzt mit 15, 14, 14. Ihr seht, die Werte von dem IV-Rechner haben nicht gestimmt. Da hat es nämlich 15, 15, 13 angezeigt als Durchschnitt. Das beste aber trotzdem jetzt ein 96er Elekid. Und wir haben sogar hier ein Shiny. Und da unten noch ein zweites Shiny übrig, da fehlt noch ein drittes Shiny, dann sind wir mit Elekid auch fertig. 4 Elekids, 1,44%. Dann als nächstes haben wir Klingplim. Und Klingplim haben wir 5-mal bekommen. Ihr seht, das ist kein großer Unterschied. Klingplim 5-mal, 1,8%. Hier sind einige auf der Hand. Und das Beste hat 568 WP und ist auch ein 96er mit 15 Verteidigung, Angriff und KP auf 14 aus Schalkau in der Nähe von Thüringen. Ebenfalls 5 Stück gab es von Slimer. Da müssen wir gucken, Alola Slimer. So, damit wir die anderen nämlich nicht dabei haben. Warum zeigt es denn jetzt auch die normalen Alola Pokémon an? Wir gehen mal hier runter und schauen, hier haben wir ein 776er. Das müsste das beste Alola Slimer sein. Und das ist ein 93er, würde ich mal sagen. 15 Verteidigung, 14 Angriff, KP auf 13. Genau wie Klingplim, 5 Stück, also 1,8%. Und wir haben hier auch ein, wo ist es? Das müssen wir mal suchen. Ein Shiny Alola Slimer, das ist nämlich ganz wichtig und ich hoffe, es sind nicht so viele Alolas dabei, denn ihr seht schon, dass das richtig komisch ist mit dem Zeigen. Dann gibt es als nächstes Vulpix. Vulpix. Davon gab es auch 5 Stück aus dem Ei, ebenfalls also 1,8%. Da ist das höchste
500 WP und ist auch ein 96er mit Angriff 15, Verteidigung und KP auf 14. Und wir haben ebenfalls ein Shiny. Eigentlich müsste man noch ein zweites Shiny haben. Mit dem laufe ich nämlich gerade. Wo ist das andere Shiny? Ne, das habe ich mir noch nicht rübergetauscht. Aber eigentlich ist die Familie da auch voll, denn wir haben schon zwei, also auf dem kleinen Account, noch ein Alola Shiny Vulpix. Ihr seht, da ist kaum ein Unterschied da. Das ist vielleicht ein bisschen weißer oder das ist weißer. Ne, das hat irgendwie so einen ganz leicht bläulichen Touch mit dabei und das ist doch weiß. Alola Vulpix als Shiny, also schön, dass man es als Eintrag hat, aber so richtig den Unterschied kann man eben nicht sehen. 5 Vulpix eben dabei, auch 1,8%. Dann nimmt es schon ein bisschen zu, denn als nächstes haben wir Kleinstein bekommen. Und Kleinstein hatten wir ganze 7 Mal aus 277 Eiern. 7 Kleinstein, das sind 2,52%. Und da müsste das Beste sein, wir gehen erstmal hier runter, denn ihr seht, hier unten haben wir noch einen Alola-Kleinstein. Leider nicht aus dem Ei, das war wild gefangen. Und ihr habt hier noch ein normales Kleinstein als Shiny. Auch so, das sind hier die ganzen aus den Eiern. Und das Beste aus den Eiern müsste dann das hier sein, mit 747 und sagenhaften... Schlecht. 3 Sterne Wertung, KP auf 15, Angriff, Verteidigung, nicht so krass. Ja, das ist also egal. Wir gucken mal auf Sandan. Da sind auch 7 Stück da. Sandan, 7 Stück aus den Eiern, ebenfalls 2,52%. Wir gehen mal wieder hier runter, da seht ihr nämlich auch Shiny Sandan, das normale, und Shiny Alola Sandan habt ihr hier. Wir wollen aber wieder auf den aus den Eiern gucken und haben hier, wenn das ein 98er ist, dann ist das bestimmt auch ein 98er. Wir testen mal, drücken das an und ziehen eins rüber. Bam! Ja, da ist der Angriffswert auf 14, deswegen ist es ein 98er. Man hätte denken können, das hat mehr WP, also ist es ein 100er, ist es aber nicht. Ist auch nur, ist glaube ich sogar ein 96er nur, weil Verteidigung auf 13 ist aus Hildburghausen, das auf jeden Fall das Beste, obwohl man sagen müsste, dass das eigentlich besser ist, weil es eben ein 98er ist statt ein 96er. Aber auch 7 Stück gebrütet, 2,52% von Sandan. Und dann haben wir als nächstes Knospi, oder wie Isbus sagen würde, Knopsi. Und da haben wir jetzt kein Durcheinander, da gibt es wirklich nur Knospi dabei. Knospi gab es 8 Mal zu holen und 8 Stück sind 2,89%. Das Beste ist ein, auch 96er würde ich sagen, auch aus Boutot-Île-de-France, Frankreich, mit Angriff und Verteidigung auf 15. Und wie ihr seht, haben wir auch hier ein Shiny dabei und nicht nur eins, sondern... ein zweites, was sogar zum Traden bereit ist, also das könnte ich auch abgeben. Das erste habe ich mir selbst ertauscht, das war damals von Crazy O, glaube ich. Können wir mal reingucken, steht dabei von Crazy O. Danke dafür nochmal, so kann ich das zweite wenigstens weggeben. Weiter geht es dann aber mit Mauzi. Und Mauzi haben wir auch 8 Mal bekommen, also auch 2,89%. Da haben wir als Bestes sogar ein 100%iges, das ist aber noch von damals, als die Alolas zuerst eingeführt wurden. Ihr seht ja das Datum, 24.06. ein 100%iges Alola Mauzi. Und da haben wir jetzt auch ein Shiny Alola Mauzi, aber nicht nur eins, sondern hier unten sogar noch ein zweites. Das ist also richtig genial. Mauzi 8 Stück mit 2,89%. Dann kommen wir zu Rabauz. Rabauz. Und da sehen wir schon, 277, das ist ein 96er. Mit genau 15, 13, 15, da stimmen die Werte. Und hier habt ihr einen 93er, da das aber 15 Angriff hat, hat das zwar schlechtere Werte hinten raus, aber trotzdem genauso viel KP wie das auf dem zweiten Platz.
Ist sogar ein Lucky, also wenn man eins nehmen will, könnte man das entwickeln. Durch den Angriffswert wird es natürlich zu Kickly. 93 trotzdem nicht so hoch, 98 und so wäre natürlich besser. Da gibt es natürlich kein Shiny. Da haben wir auch ein paar Rabauts, 8 Stück, 2,89%. Und jetzt wird es wieder mehr, denn jetzt kommen wir zu Pi. Wenn ich das richtig lese, genau, Pi haben wir 10 Stück bekommen. Was also dann 3,61% sind. Und auch hier haben wir ein 100%iges Pi aus Haarlem, Nordholland, Niederlande. 100%, alle drei Werte auf 15 vom 13.03. ist also jetzt nicht aus dem Event. Trotzdem gucken wir ja, was das Beste ist, was wir haben. Und hier seht ihr, ist auch ein Shiny Pi dabei. Leider Lucky, leider mit hässlichem Hintergrund. Und hier unten haben wir noch ein zweites Shiny Pi und ein Shiny Pixie. Habe ich ja auch bekommen vom Lift Up Raider. Eins von den beiden müsste ich noch entwickeln, dann wäre auch die ganze Familie komplett. Also 10 Pi mit 3,61%. Und der Bruder von Pi ist natürlich Fluffeluff. Geben wir mal hier ein. Und da haben wir als Bestes ein 304 WP mit... Jetzt hängt das ganze Handy wieder. Dieses Flu. Angriff und Verteidigung auf 15, KP auf 12. Also nicht so krass. Fällt ja der ganze Text unten. Dieses Fluffeluff wurde am 9.05. Ja, was denn? Ist also weg. Da steht nichts weiter dabei. Aber da haben wir auch ein Shiny, zwei Shinies, drei Shinies hintereinander. Und das ist cool. Das eine... ist sogar 16.07. ist das getauscht an meinem Geburtstag. Nee, gefangen wurde es, glaube ich, also ausgebrütet. Genau, aus Thema in Thema ausgebrütet am 16.07. und getauscht am 21.07. Aber auch die Shiny Fluffeluff-Familie ist voll. Ich muss sie nur irgendwann mal durchentwickeln. Fluffeluff 11 Stück und damit 3,97%. Dann geht es weiter mit Mantirps. Mantirps ist nämlich noch häufiger gewesen. Mantirps. Mantirps gab es gleich 12 Mal. Nicht 11 Mal, sondern 12 Mal. Und damit 4,33%. Das Beste ist das hier mit 703 WP und 15 Angriff. Verteidigung 11 und KP 14, Straufhain, Thüringen, Deutschland. Gibt's ja nicht als Shiny, brauchen wir uns die anderen nicht angucken. Und neben Mantirps, auch mit 12 Stück, gab es noch Vonera. Vonera, da ist das Beste 210 WP. Mit 15 Angriff, 15 Verteidigung, KP auf 11. Rotterdam, Zuid-Holland. 12 Stück, ebenfalls also 4,33%. Jetzt gibt es wieder ein Shiny, nämlich Azuril. Was habe ich denn jetzt hier? Azuril haben wir das Beste, 206, das haben wir sogar gleich 3 Mal. Und das ist ein, auch Angriff 15, Verteidigung 15, KP auf 12 in der Nähe von Schleusingen. Kein Shiny, aber wenn wir hier runtergehen, schauen wir einen 187er als Shiny und ein 177er als Shiny hinterher. Und der kleine Account irgendwo hat, glaube ich, auch noch einen Shiny. Also da sind normal auch alle drei vollständig für die Familie. Azuril, 13 Mal gab es das, also 4,69%. Ebenfalls 13 Mal gab es Togepi. Und da haben wir als Bestes ein 371er. 93% steht hier, mal gucken, ob das passt. 15, 14, 13, ja, das passt, aus Eiterhofen, Bayern, 93, nicht so krass. Trotzdem haben wir hier ein Shiny, wie ihr seht, das so leicht rosa ist, könnte man sagen. Da ist noch ein Shiny und da ist noch ein drittes Shiny dabei, richtig gute Sache. Da ist also auch die Familie voll, Togepi, also auch 13 Mal und ebenfalls 4,69%. Jetzt rutscht hier gleich der ganze Beutel runter. Dann kommen wir zu 14. Da gab es nämlich 2 Stück. Die waren 14 Mal dabei. Das war zum einen Magby. Magby haben wir hier mit 750 WP. Das ist ein, müsste auch ein 96er sein. Angriff auf 15, Verteidigung KP auf 14 aus Bedburg, Nordrhein-Westfalen.
Ist also relativ gut. Hier haben wir ein Shiny, leider ein Lucky Shiny. Aber wenn ihr hier weiter runter schaut, haben wir dann noch ein Lucky dabei und da noch ein Lucky und noch, ach Lucky, noch ein Shiny. Da sind also drei normale Shinies dabei und hier oben haben wir eins, was Lucky war. Eins könnten wir also tauschen. Auf den kleinen Accounts sind, glaube ich, auch noch ein paar. Magby, also 14 Mal dabei mit 5,05%. Ebenfalls 14 Mal dabei hatten wir Mamfaxo. Mamfaxo haben wir als Bestes, das seht ihr schon, ein 98%iges mit 15, 14, 15 aus Hildburghausen. Müsste, glaube ich, auch aus einem 7er-Ei gekommen sein am 31.12. Sehr schön. Das also das Beste, gibt es auch nicht als Shiny. 14 Mamfaxo also, genau 5,05% wie Magby. Dann kommen wir zum nächsten Shiny, das war ein Cosilla und ihr seht, das wird immer mehr. Cosilla mit 2L meine ich. Das ist also das höchste Cosilla mit 735. Wenn wir das durchbewerten, ist das auch ein 98%iges aus Radebeul, Sachsen. Angriff 15, Verteidigung 15, KP 14. Und das gibt es natürlich auch als Shiny. Hier haben wir ein Shiny Cosilla zum Beispiel. Hier unten müsste noch eins kommen, genau. Hier ist sogar noch eins und wir haben sogar, glaube ich, schon zwei Rossana entwickelt. Also könnten wir eigentlich zwei Stück traden und weggeben. Falls jemand also Cosilla braucht, schreibt es mal in die Kommentare. Cosilla mit 16 Stück und damit 5,77%. Jetzt kommen wir wieder zu einem Alola. Muss ich wieder gucken, wie man das findet hier. Dicta! Bei Dicta ist es wieder ganz speziell. Die kommen, glaube ich, alle aus Eiern. Nehmen wir mal das. Das müsste das Beste aus dem Ei gewesen sein. Das hat auch 98% aus Eisfeld, Thüringen. 14 Angriff, Verteidigung und KP, aber auf 15. Und das kann es natürlich auch als Shiny geben. Aus den Eiern leider kein Shiny bekommen. Das hier zum Beispiel ein normales Shiny Dicta, aber das haben wir ja nicht gesucht. Wir suchen ja die Shiny Alolas. Und die sind sehr schlecht, die sind nämlich hier unten. Da also ein Shiny Alola Dicta und ein zweites hinterher müsste man auch mal entwickeln für die Familie. Dicta kam insgesamt 18 Mal vor und hat somit eine Chance von 6,5% gehabt. Jetzt sind es noch genau drei Stück. Und zwar angefangen mit einem Isso. Da haben wir wieder ein 100%iges, seht ihr hier. 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP aus Lunstedt, Schleswig-Holstein, 100% ISO, 305 WP und da haben wir auch ein Shiny. Hier haben wir ein Shiny mit 275, darunter noch eins mit 274. Das wäre bereit zum Traden, denn wohin genau haben wir auch schon entwickelt. Wir könnten nur höchstens gucken, dass wir ein männliches und ein weibliches wohin genau entwickeln können. Das eine hat ja Lippenstift, das andere nicht. Isso gab es ganze 22 Mal und damit 7,94%. Und zwei Stück sind noch übrig. Eins, was wohl wirklich am meisten aufgetaucht ist und den meisten wirklich aufgefallen sein müsste, dass das häufig da war. Jetzt bin ich aus der Liste raus. Jetzt habt ihr schon gesehen, was es ist, nämlich Pichu. Pichu gab es ganze 25 Mal mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit von 9,03%. Jetzt müssen wir wieder runter, müssen wieder gucken. Die sind, achso, ja, die können ja sowieso alle nur aus Eiern sein. Also ist das Beste 269 WP, ein 98er, was auch schon älter ist. Hier habt ihr also 15 Angriff, 15 Verteidigung, KP auf 14 aus Goch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland vom 29.12.2018. Kam also nicht jetzt, kam damals aus dem Weihnachtsevent ein 98er mit Mütze. Wir haben aber auch ein paar Shinies bekommen, hoffe ich, glaube ich. Wo denn? Wir gehen mal runter. Hier haben wir ein Shiny Pichu vom 28.05.2018 und daneben ein Shiny Pichu mit Ash Cap. Bubis Pichu, das heißt, Pupsi hat mir das geschickt und getradet. Das ist natürlich richtig cool. Da musste ich das aber nicht entwickeln zum
Pikachu mit Ash Cap, weil wir noch so ein Pikachu mit Ash Cap bekommen haben. Und die Baby Pichus sind ja eigentlich richtig selten. Da reißen sich die Sammler ja drum. Was ich damit mache, weiß ich nicht. Tauschen kann ich es jetzt eh nicht mehr. Vielleicht muss ich doch irgendwann mal anfangen, auch die Pichus mit Hüden als Shinies zu sammeln. Pichu also 25 Stück von 277 Eiern. Damit 9,03%. Shiny gab es diesmal keins im Event, die anderen haben viele bekommen. Und jetzt kommen wir zum Haupt-Pokémon, auf das natürlich alle scharf waren, was noch nicht hier genannt wurde. Und jeder kann sich denken, was es ist, nämlich Mobile. Und das ist ja schon eine Ansage an sich, dass Mobile am meisten geschlüpft ist. Von 277 Eiern gab es 36 Mal Mobile. Das liegt zwischen 13% und 14%. Dadurch, dass ich bei den anderen immer mal auf- und abgerundet habe, war das irgendein komischer Wert. Und so habe ich gedacht, okay, der Rest ist zwischen 13% und 14%. Wir sagen einfach mal 14, klingt besser. Ihr habt also eine 14%ige Chance auf Mobile gehabt. Und viele haben Shiny bekommen, ich natürlich nicht. Das beste Mobile, was ich jetzt habe, ist das hier mit 739. Das bewerten wir mal. Das dürfte ein 96er sein aus den Alpen. Alpen, Nordrhein-Westfalen. 3 Sterne auf jeden Fall. Angriff 15, Verteidigung 15, KP auf 13. Und ihr seht, das sind einige zusammengekommen. Da ist auch ein Lucky dabei. Aber kein Shiny. Wir können uns auch mal das Schlechteste angucken hier. Das hat 10, 10, 10 aus Poitou-Île-de-France, Frankreich. Habt ihr ein Shiny Mobile bekommen, dann schreibt es mal in die Kommentare nochmal, wie viele Eier habt ihr gebrütet. Bei mir waren es also 277 und bei mir am häufigsten Mobile mit 36 Stück und einer Wahrscheinlichkeit von 14%. Ihr wisst ja, wie viel ihr gebrütet habt und was ihr alles gebrütet habt. Was kam bei euch am häufigsten raus? Habt ihr auch am häufigsten Mobile bekommen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und was war euer seltenstes aus den Eiern während des Geschenke-Events? Das war eine kleine Statistik so am Rande, die ich noch machen wollte zum Abschluss des Geschenke-Events, auch wenn es schon ein paar Tage um ist. Ja, dann schreibt mal eure Statistiken unten rein, lasst mich mal teilhaben, würde mich natürlich brennend interessieren. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.